Hi, liebe Riff-Enthusiasten! Wir haben hier wieder was Schönes gekauft und da zeigen wir euch gleich, wie wir das da reinsetzen. Leider haben wir vergessen, zwischendrin mal zu filmen. Wir haben heute schon mal was reingesetzt ins Aquarium. Leider ist hier etwas Chaos entstanden, weil der Kater das Mikroskop samt Kamera runtergeschmissen hat. Also was wir reingesetzt haben an lebenden Tieren, sind ein paar, wie heißen sie nochmal? Einsiedlerkrebse. Einsiedlerkrebse, genau, und zwar 5 Stück. Und da oben klettern die auch schon überall rum. Wir haben ihnen auch, wie ihr seht, ein paar zusätzliche Gehäuse reingeschmissen. Wir haben einen Seeigel. Tja, keine Ahnung wo der ist. Da ist der Seeigel reingesetzt. Noch ein paar Korallen, wie ihr seht, dort eine Ricordea. Wo ist sie denn? Ah ja, da ist sie. Und da hinten noch eine Fingerlederkoralle. Genau. Und dann noch 2 Wurmanis, die sich jetzt allerdings nicht zeigen. Die sitzen hier wahrscheinlich im Riff, aber das schauen wir uns später nochmal an. Wenn wir sie sehen, filmen wir sie für euch. Genau, ansonsten haben wir zwischendrin schon mal einige Korallen noch geholt, von privat ganz oft, zum Beispiel hier eine Bartkoralle. Und dann haben wir eine Gorgonie. Hier seht ihr wieder den kleinen Krebs, das Briarium. Da wart ihr dabei, als wir das reingesetzt haben. Eine Gorgonie. Genau, so. Und jetzt machen wir hier mal einen Schnitt. Wir packen jetzt gleich die Clownsfische, die wir nämlich gekauft haben, das paar Clownsfische unten in den Filtersumpf und gleichen die Temperatur erstmal an. Und dann sehen wir uns danach wieder. So, willkommen zurück. Wir haben hier unten drin die Clownsfische eine Weile an die Temperatur gewöhnt. Jetzt machen wir Folgendes. Wir werden hier ein wenig Wasser ablassen, dass wir die ordentlich angleichen können. Oh, die sind schon ziemlich schreckhaft. Das ist genug Volumen. So, da war die SD-Karte leer, also weiter geht's. Wir lassen jetzt hier von den Clownsfischen ein wenig Wasser ab. Und warum? Damit wir, wenn wir angleichen, genug Freiraum im Behälter haben, um den mit dem Aquariumwasser anzugleichen. Warum setzen wir überhaupt jetzt schon Clownsfische rein? Viele werden uns vielleicht schlagen oder sagen, das ist absolut falsch, aber wir haben kein Ammonium im Wasser und wollen für ein bisschen Belastung sorgen, damit der Nitrifikationskreislauf entstehen kann. Wir haben schon ganz gut Nitrat im Wasser, kein Nitrit. Das Nitrat stört die Fische nicht. Wir sind bei 5 Milligramm, also eigentlich fast optimal. 2 wäre für SPS gut, 8 wäre für Mischbecken gut. Was wir jetzt machen, ist, wir nehmen die Clownsfische. Gucken wir mal, ob wir die hier reingeklemmt kriegen, dass die nicht umkippen, dass die Temperatur gleichbleibend ist. Und haben uns hier so ein Angleichset geholt. Das ist ganz praktisch. Dazu schließt man, mal sehen, ob es jetzt funktioniert, schließt man hier den Behälter, hängt das ins Aquarium, kann man natürlich auch festmachen, wenn man will, drückt hier, jetzt kann eigentlich nur Wasser von oben reinlaufen. Ich packe schon mal das andere Ende in den Topf mit den Fischen, ich drücke nochmal, dass der Behälter komplett voll läuft und jetzt öffne ich das langsam und dann soll das eigentlich laufen. Manchmal geht's nicht. Schauen wir mal.
Ja, es tropft zumindest, genau. Jetzt reguliert man mit dem Ding hier die Geschwindigkeit, soll sich ja langsam angleichen. Und dann sollte das eigentlich da so langsam reintropfen. Seht ihr das genau? So, und von hier an, jetzt lassen wir das erstmal voll tropfen und schalten euch dann später wieder zu. So, es sind circa, ja, 25 Minuten vergangen. Der Behälter ist inzwischen fast vollgelaufen. Das heißt, ich mache diese Angleichhilfe hier ab. Jetzt läuft so langsam das Wasser raus. Den Rest lassen wir ruhig noch rauslaufen. Aufmachen, läuft schneller. Gut. Da, das packen wir beiseite. Und jetzt nehmen wir die Knäulen, die wollen natürlich nicht im Filtersumpf ausgesetzt werden. Meine Lampe fällt immer runter, muss man noch befestigen. Sondern nehmen wir jetzt mit nach oben und zerqualmen. Und ich fange sie mit dem Köcher raus, weil ich glaube, dass es nicht ganz gut ist, wenn man das Wasser von einem anderen Aquarium reinkippt. Zwecks, keine Ahnung, Parasiten und so weiter, sollte eigentlich beim Händler nicht passieren. Aber weiß man trotzdem nicht. So, ich fange jetzt den ersten raus. Das ist das Weibchen. Kennt man an der Größe. Und ich fange den zweiten raus. Das Männchen ist ein bisschen kleiner, es ist schwierig in so einem runden Behälter. Der muss freiwillig ins Netz schwimmen. Das dauert einen Moment, bis sich das traut. Jetzt schwimmt er rein. So, und da ist das Männchen auch drin. Ja, so, und da sind unsere zwei ersten Fische im Peninsula 650. Und wie man sieht, sind sie auch gar nicht so ängstlich. Was wir noch gemacht haben ist, wir haben natürlich jetzt, kommt laufen dieser blöde Lichtschlauch runter. Wir haben jetzt auch Futter für die Kleinen gekauft. Moment, das hole ich schnell mal. Ja, hier. Marine Mix S sind Clownsfische drauf, wird auch für Clownsfische sein. Und haben hier hinten so eine Feedpipe angebracht. Die hat den Vorteil, wenn man das da reinmacht, dann sinkt das, okay, langsam runter. Bei anderem Futter sinkt das dann halt auch runter und dann kann es von den Fischen aufgenommen werden. Letztendlich ist im Aquarium jetzt ohnehin schon ein bisschen Futter drin. Die werden jetzt wahrscheinlich sowieso noch nichts fressen. Aber ja, sieht jetzt erstmal nicht so aus, als würde es ihnen brustschlecht gehen. Gut, dann führe ich euch gleich nochmal ein bisschen ums Aquarium und zeige euch so die Korallen, die wir inzwischen drin haben und so gleich ein bisschen was.